Hallo ihr Lieben, ihr wisst ja, ich bin immer auf der Suche, neue Möglichkeiten zu finden, um meinen Speiseplan regional zu erweitern. Regiotaria steht dabei für mich an erster Stelle und so stieß ich im Internet dann auf diverse Essensboxen. Werdet ihr bestimmt kennen, gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Du kriegst halt eine Box geliefert und kannst die Gerichte so nachkochen. Gesagt, getan. Denn eine Box stieß heraus, denn sie wirbt unter anderem mit Regionalität, mit direkt vom Feld auf den Tisch. Und das ist ja wirklich, ne, regiotarisch, das ist das, was ich will. Gesagt, getan, wie gesagt, Box bestellt. Ein paar Tage später kam sie an. Beim ersten Reinschauen stieß ich schon auf so erste Ungereimtheiten, wo ich mir dachte, so, okay, guck mal weiter. Unter anderem, ja, Basilikum aus Nigeria, Bohnen aus Somalia. Dachte ich mir so, naja, so ganz regiotarisch ist das jetzt nicht. Ich habe dann die Pilzfiorellis gekocht und habe beim Kochen halt eben für mich selber auch gesehen, Kochsahne, ein recht minderwertiges Produkt, nach Rückfrage eines Landwirts, also ich habe den Landwirt gefragt, ist eher ein Abfallprodukt, wird auch noch mit anderen Sachen gestreckt, damit es nicht aufrahmt und cremiger aussieht, obwohl es gar nicht cremig so wirklich ist. Sowas lehne ich ja auch immer ab. Basilikum, wie gesagt, auch aus Nigeria. Der Käse für oben drüber. Die Milch stammt irgendwo aus der EU, wird nach Italien verfrachtet, um dort zu Käse zu werden, um dann hier in der Box zu landen. Also alles nicht so ganz mein Empfinden eines regiotarischen Essens. Ich habe mir dann gedacht, okay, das möchte ich jetzt mal vergleichen. Und habe am nächsten Samstag den Plan gefasst, du gehst mal einkaufen und kaufst mal dieses Rezept nach. Die Rezepte werden Gott sei Dank gleich mitgeliefert, also hat man genau die Angaben, was man braucht. Um das sehr hochwertig zu gestalten, habe ich Demeter-Qualität genutzt. Bin an einen Stand ran, wo ich weiß, der kommt hier auch direkt bei mir aus der Ecke, also wirklich ganz regional. Da habe ich unter anderem die Sahne bekommen, ich habe den Schinken bekommen, Demeter-Qualität und den Käse. Zucchini habe ich an einem Stand bekommen, die sind auch hier relativ regional. Da hat sich ein Landwirt mit einer Biogasanlage ein Häuschen gesetzt, ein Gewächshaus, um dann da die Zucchinis drin zu ernten. Also alles recht regional, niedersächsisch. Ich habe dann zu Hause noch mal alles nachgekocht. Ergebnis seht ihr eingeblendet und habe das alles mal aufgewurstelt. Also wo kam das aus der Box her? Wo kam das aus dem Regionalen her? Mir ist dabei wirklich ein wenig schwummrig geworden, denn die Box, man sieht's in der Tabelle, haben die Zutaten gut und gerne 17.000 Kilometer hinter sich gebracht. Das ist schon eine ganze Menge. Zumal ich noch nicht mal weiß, wo die Milch für den Käse ja herkam, weil da stand nur drauf Milch irgendwo aus der EU. Also da ist noch ein riesengroßes Fragezeichen. Das regionale Rezept seht ihr ebenfalls. Das sind dann knapp 600 Kilometer, wo ich mir sage, okay, das hat schon einen deutlichen Unterschied. Aber auch im Preis und das, obwohl ich wirklich ganz hochwertige Demeter-Qualität gekauft habe, nur vom Wochenmarkt. Selbst die Nudeln sehr teuer eingekauft beim Landwirt. Aber man sieht schon deutlich weniger Spritverfahren. Die Sachen sind hier aus der Region und deutlich günstiger. Ich will diese Boxen jetzt nicht schlecht machen, denn ich denke mal, es wird durchaus Leute geben, die halt eben nicht so wie ich die Möglichkeit haben, so regional einzukaufen. Ich bin da wirklich ein prädestinierter Mensch, dass ich halt diese Möglichkeiten habe. Jedoch sollte sich jeder mal überlegen, ob man für dieses Geld nicht doch vielleicht regionaler einkaufen sollte. Zu einer deutlich besseren Qualität.